Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Raum und Zeit Studio Talks. Heute darf ich Sie mitnehmen in eine Einführung in die Medizin des 21. Jahrhunderts. Heute geht es nämlich um die Aurachirurgie. Und dazu haben wir uns den Dr. Matthias Kühnlen eingeladen und der wird uns sagen, was es damit auf sich hat. Und ich sage herzlich willkommen, Dr. Kühnlen. Vielen Dank, Herr Stein. Vielen Dank für die Einladung. Es ist ein Thema, bei dem einem normalen Naturwissenschaftler oder einem normalen Arzt eigentlich so ein bisschen die Augenbraue hochrutscht beim ersten Mal, wenn man denkt, Aurachirurgie, was soll das denn gehen, was ist denn die Aura? Für mich ist es natürlich jetzt viel einfacher, das zu durchdringen, wenn ich Sie vorstelle als selber als totalen Skeptiker gegenüber diesem Thema. Wir haben uns lange unterhalten vor diesem Gespräch und haben Sie gesagt, Sie sind ja auch so irgendwie vom Saulus zum Paulus geworden. Hätten Sie denn jemals gedacht, als Sie angefangen haben zu studieren, dass Sie sich irgendwann mal mit so einem Thema beschäftigen werden? Um ehrlich zu sein, nicht. Ich bin eigentlich von der Ausbildung her Facharzt für Neurologie, habe als solcher gearbeitet in der Klinik und bin dann letztlich durch eine private Begebenheit an die Aurachirurgie überhaupt erst geraten. Mhm. Also vielleicht, dass ich ganz kurz erzähle, welche Situation das war. Das war konkret das Problem mit dem Rücken bei meiner Frau. Die hatte eben über Jahre hinweg eine Bandscheibenprotrusion, die man im Kernspintomogramm sehen konnte. Und was heißt Protrusion? Das ist Protrusion heißt eine Vorwölbung der Bandscheibe. Also so eine Art Bandscheibenvorfall, oder? Ja, noch kein Vorfall, ja. Sondern eben eine Protrusion, das heißt eine Vorwölbung, quasi die Vorstufe, bevor es ein Vorfall wird. Okay. Und es drückte dann auf die Nervenwurzel und machte eben entsprechende typische neurologische Symptome und machte eben Schmerzen. Und das ging über Jahre hinweg und wir haben versucht, therapeutisch, Physiotherapie, Osteopathie, alles Mögliche. Mhm. Aber letztlich war alles ohne nachhaltigen Effekt. Und durch einen Zufall mehr oder weniger stieß meine Frau eben auf die Aurachirurgie. Es hieß, es gibt da einen, der operiert quasi in der Luft. Aha. Und therapiert auf die Art und Weise, eben beispielsweise Bandscheiben, und das war in der Schweiz. Und das war dann diese Adresse von dem Gerhard Klügel, mit dem ich eben inzwischen zusammenarbeite, der diese Methode entwickelt hat. Meine Frau fuhr dann in die Schweiz, das war dann ein einstündiger Termin, das war jetzt vor 5 Jahren, mhm. Und seitdem ist die Symptomatik verschwunden. Wie war das für Sie als Naturmediziner im ersten Moment? Für mich war das erst einmal ein schwerer Schlag ins Kontor, weil ich natürlich gedacht habe, das kann ja nicht sein, quasi in meinem ureigenen Fachbereich, und wo wir eben so viel versucht hatten und wo es ja auch morphologisch verifiziert war durch diese Kernspintomographie-Untersuchung. Wir haben aber seitdem auch keine Kernspintomographie mehr gemacht, denn die Symptomatik ist weg. Okay. Und deswegen wissen wir auch nicht, wie es mit der Bandscheibe jetzt tatsächlich aussieht. Aber entscheidend ist eben, dass die klinische Symptomatik weggeht. Und ich habe dann eben mich ein bisschen schlau gemacht und habe gesehen, da gibt es Seminare. Und dann habe ich mich dafür interessiert, habe mich angemeldet, habe dann auch einen Platz gekriegt, bin dann in die Schweiz mehrfach gefahren und habe dann die Ausbildung bei Gerhard Klügel gemacht. Und es war sehr beeindruckend. Sind Sie mit einer Grundskepsis da reingegangen in das Seminar oder hat das persönliche Erlebnis Sie so weit aufgemacht, dass Sie sagen... Also das war inzwischen so, dass ich da schon sehr offen war inzwischen, weil ich eben gesehen hatte, welch langen Leidensweg man sozusagen hinter sich hatte und wie plötzlich anders das Leben wurde, nicht nur für meine Frau, sondern eben auch für mich, weil man natürlich viele Sachen übernehmen musste, die haben dann nachher sich das dann wieder entsprechend aufgeteilt, wie das früher auch war. Und insofern war also da die Skepsis schon ziemlich gewichen, aber trotzdem, man war interessiert oder neugierig, wie denn so etwas tatsächlich in der Praxis auch überhaupt ablaufen könnte. Okay. Und diese Seminare waren dann sehr beeindruckend. Die laufen bis heute. Wir bilden ja heute in der Schweiz, jetzt inzwischen zusammen, der Herr Gerhard Klügel und ich, die Personen aus. Das sind ganz unterschiedliche Personen aus dem Bereich der Heilberufe. Es sind viele Ärzte inzwischen auch dabei. Mhm. Und es gibt halt da ein gewisses Umdenken, auch sozusagen aus ein bisschen der Skepsis und aus der Enttäuschung heraus von manchen, die da schon einiges quasi mitgemacht haben. Mhm.
Nehmen Sie uns doch mal mit in so eine Behandlung oder generell gefragt, wie ist da das Wirkprinzip überhaupt? Ja, wenn man Aura hört, dann ist man eigentlich sofort in der Esoterikmesse in München irgendwie, im Löwenbräukeller, genau, wo allerlei mögliche Gerätschaften rumstehen und Leute irgendwelche Dinge machen. Da ist viel Schmäh dabei, da ist vieles dabei, was seine Berechtigung hat. Aber wenn wir über die Aura sprechen von einem Menschen, was müssen wir uns darunter vorstellen? Also die Aura ist der Energiekörper, der den Menschen umgibt, der ihn auch durchdringt. Mhm. Das ist kein neues Phänomen, sondern es gibt diese Aura natürlich immer schon und es wurde auch immer schon beschrieben. Im Bereich der asiatischen Kampfkünste ist es sehr groß. Ich selber mache intensiv seit vielen Jahren Karate und Kyushu-Jitsu. Oh. Und kenne halt von daher diese Situation der Aura, weil man eben auch über den Energiekörper tatsächlich auch kämpfen kann. Aber es gibt eben die Aura eben als Energiekörper auch messbar. Es gibt die Kirlian-Fotografie von den Russen, die das seinerzeit beschrieben haben, wo man tatsächlich über Kirlian-Fotografie die Aura sichtbar machen kann. Und es gibt inzwischen eben neue Bioresonanz-NLS-Systeme, also nichtlineare Systeme, kommen auch alle aus Russland, mit denen man Aura tatsächlich sichtbar machen kann, messen kann, quantifizieren kann. Auch das nutzen wir auch in der Praxis dann entsprechend, dass wir die Aura vor und nach einer Behandlung messen und dann sehen können, wie sich plötzlich die Aura wieder regeneriert. Und insofern, mir ist es klar, dass das so ein bisschen immer so in diesen esoterischen Bereich hineingehört, aber die Aura ist letztlich nichts anderes als das, was die Chinesen immer als Qi beschrieben haben, als die Lebenskraft, die von einem Organismus ausgeht und die man, wie gesagt, auch sogar sichtbar machen kann. Also verstehe ich das richtig, dass das altes Wissen, das jetzt neu entdeckt wird und neu interpretiert wird, eben mit den modernen Methoden, genau, der Technik über Bioresonanz und so weiter. Genau. Ja. Es gibt halt jetzt eine ganz andere Stufe der Erkenntnis. Die Quantenphysik beschreibt das gleiche Prinzip auch, eben dieses energetisch-informatorische Prinzip. Das war damals eben nur als Qi, als Lebenskraft definiert. Man konnte damit umgehen, man konnte darüber kämpfen, man konnte den Organismus darüber beeinflussen, aber man konnte es eben nicht sichtbar machen und nicht messbar machen. Das ist jetzt heutzutage anders. Wie läuft jetzt so eine Behandlung ab? Also Sie arbeiten am Energiefeld des Menschen, Sie haben also keinen physischen Kontakt zu dem jeweiligen Patienten. Wie läuft es ab, wenn jemand jetzt zu Ihnen in die Praxis kommt? Wie läuft so eine Sitzung ab? So eine Sitzung läuft zunächst so ab, dass man gar nicht groß fragt, was eigentlich der Grund ist für das Kommen, sondern man geht hin und tastet zunächst einmal in den Energiekörper des Patienten hinein. Ach, Sie wissen dann gar nicht, warum man der häufig Patient? Häufig weiß man es gar nicht, man fragt ein paar Details, vielleicht ganz der konkrete Anlass, aber man erhebt quasi keine komplette Anamnese, wie man es in der Schulmedizin täte, dass man versucht, die gesamte Historie einer Person aufzuschlüsseln, sondern man steigt quasi gleich medias in res ein und versucht zunächst einmal den aktuellen Zustand des Energiekörpers zu erfahren. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Personen oder Therapeuten, die eben direkt die Aura versuchen abzutasten. Man bekommt da mit einiger Übung dann irgendwann doch ein ganz gutes Gespür. Also abtasten mit der eigenen... Das heißt, man geht um die Person herum und versucht rauszubekommen, ob da irgendwelche Blockaden drinnen sitzen, an welchen Stellen die sitzen und versucht dann auf der Basis, das dann auch dem jeweiligen Organ zuzuordnen und dann fragt man den Patienten, wie schaut es aus, Schilddrüsenprobleme mal gehabt, Zahnprobleme mal gehabt, das spürt man mit entsprechend langer Übung, dass da etwas an Blockaden drin stecken kann. Ist aber eine reine Übungssache. Muss man da ein sehr feinfühliger Mensch sein, um so eine Aura spüren zu können? Oder könnte das jeder, der auch eher einen grobmotorischen Beruf vorher gemacht hat, wie Maurer oder Maler, könnte jemand sowas auch lernen? Ich will jetzt keinen Maurer und Maler schlecht machen, genau, die haben auch ihre Berechtigung, genau, im Leben. Aber Menschen, die halt, ich denke, ein Maurer ist was anderes wie ein Chirurg. Ja? Das meine ich jetzt mit Fingerfertigkeit. Ja.
Also Fingerfertigkeit selber hat jetzt nicht unbedingt was mit dieser Spürigkeit zu tun. Man wundert sich häufig, wie spürig vermeintlich grobschlächtig wirkende Menschen sind. Gerade die sind häufig sehr spürig und haben ein ganz hohes, einen sehr hohen spirituellen Anteil in sich. Während gerade die Feinfühligen oder die Feingliedrigen oder sehr begabten Chirurgen das gerade eben mal nicht haben. Also da gibt es keine Regel, sondern man muss das probieren und es gibt viele Leute, die das eben entspüren können, aber es ist insbesondere ein Trainingseffekt. Mhm. Also das, am Anfang ist das nicht eindeutig, wenn man es dann Monate oder Jahre macht, dann kriegt man dafür immer eine zunehmend stärker werdende Sensibilität. Ich stelle mir das gerade ähnlich vor wie Blindenschrift lesen lernen. Wenn ich jetzt genau über so ein Blindenbuch drüber fahre, dann merke ich eigentlich nur ein paar Unebenheiten. Und wenn ich sehe, wie dann geübte Blinde das lesen, die können ja genauso schnell das erkennen, wie wir normal lesen können. Also es ist eine Frage des Trainings einfach. Alles, was man regelmäßig trainiert, kann man gut. So mit Klavier spielen oder egal was. Und so ist es hier genauso. Mhm. Sie arbeiten ja auch mit sogenannten Surrogaten, also mit Ersatzmodellen, also entweder mit einem Anatomieatlas oder mit einem Anatomiemodell. Hilft Ihnen das in Ihrer Arbeit und warum braucht man das eigentlich? Also vielleicht schildere ich ganz kurz, wie es dann konkret abläuft. Das heißt, man versucht zunächst einmal rauszubekommen, wo sitzen Blockaden. Dann kann man mit Hilfe der sogenannten Bioresonanzanalyse eben messen, ob irgendwo energetische Störungen im Organismus drin sitzen. Das sehe ich dann quantifiziert durch das System. Mhm. Und wir arbeiten dann, oder ich arbeite dann eben über diese Surrogate, wie Sie schon gesagt haben. Das sind also Platzhalter, energetische Platzhalter für den Patienten. Das heißt, ich berühre den Patienten nicht, sondern der Patient sitzt mir gegenüber, so ähnlich wie wir zwei, bloß näher. Und der Patient hat dann entweder einen Anatomieatlas auf dem Schoß liegen, den er mit beiden Händen festhält, oder er hält ein anatomisches Modell in der Hand, das anatomische Modell einer Wirbelsäule oder eines Magens. Mhm. Und ich gehe dann direkt an diese Modelle oder auch an die Abbildung des betreffenden Organs, das mich eben interessiert, und drücke da mal beispielsweise mit dem Finger oder auch mit der chirurgischen Sonde direkt drauf. Und immer dann, wenn eine behandlungsbedürftige Situation existiert oder wenn eine energetische Störung existiert, spürt der Patient das bei sich körperlich, wenn ich an genau diesen Bereich der Abbildung drücke. Mhm. Das nennt man Resonanz. Und diese Resonanz ist quasi die Grundlage für eine aurachirurgische Behandlung. Okay. So eine Resonanz zeigt also an, da ist ein behandlungsbedürftiger Befund da, was im Umkehrschluss bedeutet, wenn ich eine gesunde Person vor mir sitzen hätte oder eine gesunde Person bezogen auf das Organ, nehmen wir jetzt beispielsweise die Gallenblase, und ich drücke da drauf, dann kommt es eben zu keiner Resonanz, denn da ist keine Behandlungsbedürftigkeit da. Von denen Patienten, die eine Gallenblasenproblematik haben, gehen etwa 80% der Patienten in Resonanz. Das heißt, die können genau angeben, an der Stelle, rechter Oberbauch, wenn ich da auf die Gallenblase drücke, dass es ihnen hier direkt körperlich als Druckschmerz spürbar wird. Das ist für mich ein großes Mysterium, wie das passiert, weil das ist ja ein allgemeiner Atlas oder ein allgemeines Modell. Das hat ja keinen direkten persönlichen Bezug zu dem jeweiligen Patienten. Wie erklären Sie sich, dass es da zu so einer Resonanz kommt, dass also jedes x-beliebige Modell mit dem jeweiligen Patienten dann zusammenkommt? Weil da sagen die Kritiker natürlich dann, ja, in dem Fall, das ist ja klar, der Patient, der hat da so seine Suggestionskraft, durch seine Einbildung, glaubt er jetzt einfach, dass das passiert. Wie sehen Sie das als Experte da? Also von der Terminologie her heißt es, es ist eine quantenphysikalische Verschränkung. Das ist das, was es ist. Es ist kein Suggestionseffekt, denn wir haben da sehr umfangreiche Studien auch dazu gemacht. Es ist kein Suggestionseffekt, denn der Patient ist zu dem Zeitpunkt beispielsweise verblindet, das heißt, er hält die Augen geschlossen. Das funktioniert auch, wenn man eine Augenbinde drumherum nimmt, oder es funktioniert genauso, wenn der Therapeut beispielsweise am Rücken des Patienten arbeitet. Also er sieht gar nicht, wo der Therapeut gerade drückt. Ah. Und diese Resonanz ist auch reproduzierbar. Das heißt, man kann
Testreihen machen. Man kann den Atlas nehmen und kann blind an verschiedenen Stellen als Therapeut drücken. Aber dann, wenn man auf der Gallenblase drückt, dann sagt er, jetzt merkt er es. Und wenn man eben daneben drückt, merkt das, sagt er, da ist jetzt nichts. Also diese Reproduktionsfähigkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt und zeigt letztlich für den Therapeuten zum einen an, da ist ein Befund. Man kann also auf die Art und Weise auch brillant Diagnostik betreiben, lokalisatorische Diagnostik, um rauszukriegen, wo sitzt irgendein Krankheitsherd. Und ich kann es als Therapiekontrolle verwenden, weil ich quasi so lange ich die Resonanz auslösen kann, weiß ich, der Befund ist noch da, da muss noch weiter behandelt werden. Ich kann eigentlich mit der Behandlung erst aufhören, wenn die Resonanz verschwunden ist. Ach so, sobald der Patient nichts mehr spürt, genau, ist es für Sie ein Zeichen, okay, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist es durch. Aha. Und das ist natürlich ein ganz enorm wichtiger Unterscheidungsmerkmal im Vergleich zu einer herkömmlichen konventionellen Operation. Der Patient ist eben nicht in Narkose und nicht bewusstlos, sondern er ist da, er sitzt quasi alert und in Erwartung vor mir. Und ich kann eben auf diese Weise lokalisatorisch zuordnen, ich kann dann therapieren und ich habe eine Interaktion mit dem Patienten. Das heißt, ich frage zwischendurch immer, wie ist es, wenn ich jetzt drücke, nein, da ist es immer noch. Und irgendwann kommt er tatsächlich und sagt, nein, jetzt spürt er nichts mehr. Und an der Stelle weiß ich, jetzt bin ich fertig mit der Behandlung. Es hat also mehrere ganz enorme Vorteile. Erstens bin ich lokalisatorisch exakt an der Stelle, währenddessen als herkömmlicher Operateur bin ich ja quasi angewiesen auf beispielsweise die Bildgebung. Ich habe also irgendein Computertomographiebild oder irgendein NMR-Bild, MRT-Bild oder Sonographiebild und weiß, da ist, in dem Bereich stimmt es nicht, aber ich bekomme eben keine Rückmeldung durch den Patienten, ob ich tatsächlich an der richtigen Stelle bin, und ich bekomme auch keine Rückmeldung, ob der Frage, ob ich jetzt quasi diesen Befund adäquat schon fertig behandelt, operiert habe oder ob eigentlich noch Behandlungsbedarf weiter besteht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dieser interaktive Aspekt mit dem Bewusstsein hier des Patienten. Ich würde gerne nochmal auf diese physikalische Basis zurückkommen, diese quantenphysikalische Verschränkung. Also die Quantenphysik ist jetzt auch nicht mehr so jung, die gibt es jetzt fast 100 Jahre, wenn ich richtig informiert bin, aber trotzdem ist es noch nicht so wirklich in unseren medizinischen Alltag eingedrungen. Wie erklären Sie sich das mit der Erfahrung von einigen Jahren jetzt dann schon und mit dem Überblick über viele verschiedene Fälle, was da genau passiert? Was heißt quantenphysikalisch eigentlich? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also quantenphysikalisch, ein Quantenphysiker bin ich nicht und ich maße es mir jetzt auch nicht an, die Quantenphysik erklären zu wollen. Da bin ich nicht der Richtige dafür. Ich habe eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Psychologie an der Uni München und der Professor Meyer, der Ordinarius, dem habe ich das beschrieben und der hat von sich aus sofort gesagt, das ist nichts Besonderes, das ist ein quantenphysikalischer Verschränkungseffekt. Also Sie stoßen auch auf offene Ohren, oder? Ich stoße sehr wohl auf offene Ohren. Und das ist natürlich immer ein großes Aha-Erlebnis und sehr erfreulich, wenn man da so jemanden vor sich dann hat. Aber es ist beschrieben und es ist sehr wohl eben reproduzierbar und es ist etwas, was mir eben zeigt, da bin ich an der Stelle, um die es geht. Also ich kann, die Quantenphysik ist ja letztlich diese Situation, dass es eben solche Energien gibt, die entsprechend nicht lokal auftreten und der Patient quasi nimmt diesen Atlas als seinen eigenen Platzhalter. Und in dieser Nicht-Lokalität kann ich hergehen und kann auf diesen Punkt drücken und er spürt es eben an der entsprechend korrespondierenden Stelle bei sich. Okay, Sie haben vorhin gesagt, dass ca. 80% Ihrer Patienten doch ansprechen auf diese Methode. Genau. Und es gibt einen gewissen Prozentsatz von sogenannten Non-Respondern. So 20% ungefähr. Etwas weiß man da jetzt schon, woran das liegt? Ist das die geistige Haltung eines Patienten, wenn die Frau einen hinschickt und sagt, du probierst das jetzt aus und er eigentlich gar keine Lust hat? Ist das vielleicht der Grund, warum es gar nicht funktioniert? Also das schließt es nicht aus, dass es trotzdem funktioniert. Im Gegenteil, solche Patienten sind mir meistens die liebsten, weil die dann besonders gut werden als nachhaltiger Effekt.
Also die typischen Ehemänner, die da kommen und sagen, ich komme hier nur, weil mich meine Frau schickt und ich glaube an solche Sachen nicht. Es ist nicht die Frage des bewussten Glaubens oder des Willens einer Person, dass sowas erfolgreich sein kann, sondern es ist die Motivation des Unterbewusstseins. Also das ist der Unterschied, der Wille des Bewussten oder die Motivation des Unterbewussten. Wenn der Mensch in einem Unterbewussten den Motivation in sich trägt, über diesen Weg Heilung zu erfahren, dann funktioniert es. Was im Gegenzug bedeutet, da kann jemand kommen, der sehr spirituell veranlagt ist, der an solche Methoden glaubt, der davon überzeugt ist. Und dann sitzt er erwartungsvoll da und dann drückt man, es passiert gar nichts. Da ist die Enttäuschung natürlich groß. Aber es zeigt halt, dass es letztlich etwas ist, das nicht dieses Wollen unbedingt jetzt darüber entscheidet, sondern es ist eben diese Motivation des Unterbewussten, die darüber entscheidet, ob das funktionieren soll oder nicht. Also Sie meinen, dass beim Non-Responder das Unterbewusste vielleicht sagt, nö, das ist nicht deine Methode. Genau, das ist nicht die richtige Methode. Ja. Wir wollen eine andere Methode, aber das ist es nicht. Es gibt andere Gründe. Es gibt Personen, die haben beispielsweise hochdosiert Schmerzmittel eingenommen, wenn sie in die Behandlung kommen, dann spüren sie auf der Grundlage eben manchmal auch nichts. Und am interessantesten sind diejenigen, die ein Schweigegelübde in sich tragen. Das gibt es auch. Was meinen Sie mit Schweigegelübde? Ein Schweigegelübde. Also jemand, der vor Ihnen ist und stumm ist, oder wenn er aus dem Kloster kommt? Nein, das ist kein oder? Schweigegelübde im Sinne der Kommunikation, sondern es ist ein Schweigegelübde des gesamten Organismus. Das klingt jetzt etwas abenteuerlich, aber man kann das mit diesen Bioresonanzsystemen sehen, man kann das messen an bestimmten Zellstrukturen und man kann rausbekommen, ob dem ein Schweigegelübde, ob da ein Schweigegelübde dahinter steckt, hinter der ganzen Sache. Kann das aus einem anderen Leben reinwirken oder ist das aus einem eigenen früheren Erfahren vielleicht? Man weiß es nicht. Es kann vererbt sein von Vorfahren, es kann aus irgendwelchen früheren eigenen Leben herausrühren. Entscheidend ist, dass da so ein Zustand eines Schweigegelübdes existiert. Man kann das, wie gesagt, sogar messen, man kann es darstellen. In dem Buch sind also zahlreiche Kasuistiken auch beschrieben von solchen Zuständen. Und es führt dazu, dass der gesamte Organismus sich quasi in einem Art Schweigezustand befindet. Es gibt viele Patienten, die laufen seit Jahren von Arzt zu Arzt und versuchen jede Therapie und nichts funktioniert. Es gibt Leute, da gibt man Medikament und die Medikamente haben keine Wirkung. Und wenn man das dann versucht rauszubekommen, dann stellt man fest, es sind eben solche Leute mit diesen Schweigegelübden. Das heißt, der ganze Organismus ist nach außen hin verschlossen und reagiert auf keine wie auch immer geartete Therapie. Kann man das irgendwie lösen? Gibt es da Möglichkeiten, dass man das aufknackt? Es gibt in der Aurachirurgie dann solch eine Auflösungsprozedur, mit der man eben Eide und Gelübde behandelt, auflöst. Das geschieht über eine bestimmte Urkunde, die der Patient ausfüllt und über eine Loslösungsprozedur, die der Patient selbst spricht, wo er sich selbst quasi aus diesem Eide und Gelübden auch entlässt. Und dann ist es dann häufig so, dass sie plötzlich dann doch in Resonanz gehen. Also man kann sagen, von denen, die vorher nicht in Resonanz gegangen sind, wenn man dann hergeht und ich gehe dann immer an das Gerät schnell und schaue, ist da ein Schweigegelübde drinnen, das merkt man schon, wie der Patient reagiert. Wenn da so ein bisschen verhaltene oder gar keine Reaktionen kommen, dann ist der Verdacht immer groß, dass sowas dahinter steckt. Löst man das auf und von denen ungefähr noch einmal ein Drittel geht dann wiederum doch in Resonanz. Ah, okay. Genau. Das ist ein spannendes Feld, dass man da eigene Schweigeprozesse durchbrechen kann mit so einer Erklärung. Also ist spannend, wird aber häufig von den Patienten durchaus auch immer sehr prägnant beschrieben. Ich hatte jetzt neulich einen großen Patienten aus Österreich, 1,90 Meter groß, ein Bulle von einem Kerl und mit so einem Bart im Gesicht. Und der sagte wenig, der sprach kaum und man hat sich zunächst gedacht, naja, das ist vielleicht so eine Art Coolness eines solchen Menschen, mit der er so dasteht und mit so einem Bart im Gesicht. Und dann merkte ich aber, dass auch in dieser Resonanzbildung irgendwie gar nichts zustande kam. Und ich habe dann geschaut und suchte dann und tatsächlich fand sich auf den sogenannten chromophilen Adenozyten, das ist eine spezielle Zellgruppe im Bereich des Hirns,
der Hirnanhangsdrüse, da findet man, auf den Drüsen findet man typischerweise seelische Symptome in diesen Systemen. Mhm. Und dafür entfand sich eben eine deutliche energetische Störung. Und man kann dann versuchen herauszubekommen, woher rührt diese energetische Störung. Und das mache ich dadurch, indem ich quasi die vermutete Kausalität einfach aus der Betrachtung rausnehme. Frage das System an, wie wäre der energetische Befund, wenn diese Kausalität nicht drin wäre. So arbeite ich. Und das ist, also ich gehe her und nehme diese Schweigegelübde sozusagen raus. Und dann geht das System plötzlich, zeigt einen deutlich besseren energetischen Zustand. Dann weiß ich, das ist es. Und dann spreche ich ihn drauf an und dann lacht er bloß oder lächelt er bloß und sagt, seine Frau schimpft ihn schon seit Jahren, dass er nie einen Mund aufmacht. Also das ist dann auch in der Kommunikation, diese Schweigegelübde. Aber in Bezug auf die Resonanz ist es nicht der Frage des Sprechens, sondern der gesamte Organismus ist in einem Art Schweigezustand. Okay. Ich merke gerade, was für ein großes Feld sich hier auftut, auch in meiner Wahrnehmung von diesem Thema. Ich habe mich in der Vorbereitung auf unser Gespräch reingelesen in dieses ganze Thema und habe da so viele verschiedene Sachen entdeckt. Sie haben zum Beispiel auch gesagt, dass Sie mit nicht-linearen Systemanalysen arbeiten. Genau. Können Sie das vielleicht ein bisschen genauer erklären? Das habe ich noch nicht so ganz durchdrungen. Das sind diese ganz soeben beschriebenen Bioresonanzsysteme, also diese nicht-linearen Systeme. Das sind allesamt Entwicklungen, die aus Russland kommen. Ist man da weiter schon? Da ist man in dem Fall deutlich weiter, ja. Mhm. Die sind ja schon seit Jahrzehnten in diesem Bereich der sogenannten Bioplasmaforschung sehr engagiert gewesen. Mhm. Kirlian-Fotografie war eines der Produkte quasi oder der Ergebnisse aus diesen Analysen heraus, stammt ursprünglich alles aus der Militärforschung in Russland. Mhm. Und man hat versucht, auf der Basis natürlich da zusätzliche Informationen zu gewinnen mit neuen Methoden. Und aus dieser Situation heraus haben sich dann entsprechend auch Anwendungen eben in der Medizin entwickelt. Und es haben gibt die weniger Dogmen gehabt im Kopf? Warum sind die weiter? Also das Militär ist natürlich eine Triebkraft, wenn man besser sein will wie der Feind. Ja. Ist eine Triebkraft, aber die haben eben immer schon, es gibt in der russischen Historie, wenn man schaut, immer wieder sehr beeindruckende Personen, die als Heiler, als Ärzte aufgetreten sind, die in diesem Umfeld beeindruckende Arbeiten geleistet haben. Das kann man alles nachlesen. Und in dem Fall sind die Russen da, haben da einen ganz spezifischen Hang zu sowas. Und es gibt solche Systeme, die kann man aber mal kaufen. Und mit die Methode, mit der man aber mit diesen Systemen arbeitet, ist eben in der Aurachirurgie eben sehr speziell, weil wir immer versuchen, auf diese Kausalitäten zu stoßen, rauszubekommen, gerade im seelischen Umfeld, was steckt da dahinter. Sind die Systeme, also diese Gerätschaften, eher für die Diagnostik gedacht oder auch für die Therapie selber? Also wir nehmen es, oder ich nehme sie, also wir, sage ich immer, weil der Gerhard Klügel und ich, wir arbeiten eben zusammen in der Praxis in Liechtenstein. Wir verwenden es dort insbesondere diagnostisch. Mhm. Das heißt, wir sehen, sind irgendwelche energetischen Störungen auf bestimmten Organstrukturen. Und das korrespondiert natürlich dann wiederum sehr beeindruckend in der Regel mit klinischen Symptomen. Also wenn jemand beispielsweise hier auf der Schilddrüse ein Problem hat, in der Medizin beispielsweise als Hashimoto-Thyreoiditis, also eine Autoimmunentzündung der Schilddrüse oder auch eine ganz banale Kropfbildung mit Zysten und so weiter, dann findet man das auch eben jenseits der Morphologie, wie das in der Schulmedizin gemacht wird, wo man also mit Ultraschall sieht, da ist eine organische Vergrößerung, sieht man eben mit diesen Systemen, dass es dazu korrespondierende energetische Störungen gibt. Und dass man, dann versucht man rauszubekommen, was ist die Kausalität für diese energetische Störung. Mhm. Und dann stößt man teilweise auf ganz abenteuerliche Themen. Manche Patienten tragen einen Strick in der Aura. Das heißt, die tragen das karmische Muster des Erhängens in sich. Und wenn man dann hergeht zu dem Patienten und an einem imaginativen Strick zieht vorne, oder auch hinter ihrem Kopf, dann beschreiben die sehr prägnant, dass sie das als eine Einengung am Hals empfinden. Und die beschreiben dann aber auch ganz typische Kennsymptome, die sie in sich tragen. Beispielsweise, dass sie eine
hohe Unverträglichkeit für eng anliegende Kleidungsstücke haben. Das sind die Leute, die keine Krawatten beispielsweise ertragen können, weil es ihnen immer dieses Gefühl des Stricks um den Hals herum macht. Oder immer wiederkehrende Halsmandelentzündungen. Oder auch beispielsweise eine extreme Prüfungsangst. Oder ein ganz ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Also so eher psychisch-emotionale Themen, die mit solchen karmischen Belastungen in Verbindung stehen. Und die können dann entsprechend auch auf der Schilddrüse Auswirkungen haben. Oder man findet auch Schuldthemen auf der Schilddrüse, man findet Eide- und Gelübde-Themen auf den Drüsen. Das kriegt man alles mit diesen Bioresonanzsystemen entsprechend raus. Okay, verstehe. Und kann es dann ganz gezielt therapieren. Der Beruf oder vielmehr die Methode heißt ja Chirurgie, Aura-Chirurgie. Das heißt, Sie sind nicht nur mit Ihren Händen am Erkennen der einzelnen Problemfelder, sondern Sie haben ein ganzes Instrumentarium von chirurgischen Bestecken, ein ganzes Besteck haben Sie vor sich liegen und Sie arbeiten da richtig auch an diesen Patienten. Genau. Ich erinnere mich an das Beispiel, wie Sie die Knorpel-OP erzählt haben. Warum sind denn diese Bestecke notwendig? Warum brauchen Sie eine Spachtel, einen Spreizer, einen Tupfer, eine Zange und eine Schere, wenn das doch alles auf der energetischen Ebene stattfindet? Ist das wichtig für die Resonanz oder was ist da der Hintergrund? Es gibt das Grundprinzip, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das ist so der Grund, die Grundaussage in diesem ganzen Bereich der Energie- und Informationsmedizin. Mhm. Und je fokussierter ich Aufmerksamkeiten anwende, also je mehr ich meine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Vorgang fokussiere, desto stärker ist die geistige Energie, die ich entwickle und desto besser ist der therapeutische Erfolg. Das heißt, es ist für Sie ein Hilfsmittel, gar nicht so sehr für den Patienten, oder? Es ist für mich ausschließlich ein Hilfsmittel, Entschuldigung. Kein Problem. Ich dachte, das ist eigentlich für den Patienten wichtig, dass er versteht, dass das man da was macht. Das wäre dann ja eine Suggestion, wenn das für den Patienten wichtig wäre. Stimmt, ja. Aber es ist eben keine Suggestion, sondern es ist etwas, was für mich als Therapeuten entscheidend ist. Es ist also auch kein Selbstzweck, dass ich einfach hier mit sowas hantiere, sondern das Prinzip ist, ich arbeite eben mit energetischen Surrogaten, das heißt, ich arbeite nicht am Patienten direkt. Würde ich an ihm direkt arbeiten, beispielsweise wie das ein Masseur täte oder ein Akupunkteur oder ein Physiotherapeut, würde ich quasi den Organismus des Patienten manipulieren. Ich würde ihn beeinflussen, der würde bei sich körperlich was spüren und es würde diese energetischen Übertragungen im Sinne der Resonanz überdecken. Das heißt, er würde keine Resonanz mehr spüren können, weil ich ihm quasi durch meine Manipulation am Körper das Ganze nicht mehr spürbar mache. Das wäre eher hinderlich dann. Ja. Das ist im höchsten Maße hinderlich. Das heißt, ich muss einen anderen Weg gehen. Ich muss also einen völlig berührungsfreien Ansatz wählen, um überhaupt diese Resonanz erzeugen zu können. Und das tue ich dann eben zum einen mit diesen Surrogaten, wie vorher beschrieben, Anatomieatlas oder Anatomiemodell, als Platzhalter für diesen Patienten. Und zum anderen arbeite ich ganz konkret eben dann mit chirurgischem Standardinstrumentarium, wie Skalpell, Schere, Spreizer, Pinzette, weil ich damit quasi genau an dem Organ konzentriert, fokussiert dann tätig werden kann. Jetzt muss ich eine ketzerische Frage stellen. Sie müssen das jetzt aber nicht sterilisieren, dieses Besteck, wie jetzt bei einer normalen Klinik auch, oder ist das vielleicht sogar Teil? Das ist nicht notwendig. Das Besteck wird nicht sterilisiert. Was sehr wohl gemacht wird, ist, dass man, wenn man den Schnitt setzt, man vorher in einem symbolischen Akt eine Sterilisierung durchführt. Das ja. Ah, okay. Also okay. Man geht tatsächlich her und sprüht einmal mit einem Alkohol drauf und wischt es ab. Oder manche machen es auch mit einem Teebaumöl. Mhm. Aber es wird quasi dieser imaginative Sterilisationseffekt imitiert. Aber es ist eben kein, man arbeitet dann eigentlich sehr mechanisch. Das ist auch das, was eigentlich ganz verblüffend ist, denn wir bewegen uns ja im Bereich des geistigen Heilens. Aber man arbeitet eigentlich sehr konkret mechanistisch. Das heißt, ich gehe her und schneide die Gallenblase virtuell an der Abbildung
mit einem Längsschnitt auf dem Skalpell, habe vorher den Ductus cysticus, also den Gallengang, abgeklemmt, dann kratze ich da irgendwelche Steine aus der Gallenblase mit dem Skalpell heraus, ziehe das mit der Spritze ab, nähe die Gallenblase wieder zu und verschweiße das dann zum Schluss noch mit einem roten Laser und dann wird es noch einmal desinfiziert und die Wunde genäht und das war's dann. Also ganz so normale OP-Schritte eigentlich. Eine Operation in der Aurachirurgie aus und ist letztlich vom Ablauf absolut identisch mit einer herkömmlichen schulmedizinischen Operation. Bloß eben nicht am Patienten, das ja. heißt, das Ganze geschieht unblutig, ohne dass ich den Patienten eröffne, ohne dass ich Kollateralschäden setzen muss, weil ich natürlich erst in die Tiefe an die Gallenblase kommen muss, muss ich alle möglichen Muskeln vorher aufschneiden. Es gibt keine Narbenbildung, es gibt keine postoperativen Komplikationen, Wundheilungsstörungen, Narbenbildungen, also viele Aspekte fallen da weg, sondern ich gehe quasi genau mit dem Anatomieatlas von vornherein genau an die Stelle, an die ich hin will und fange sofort an, dort zu behandeln. Wenn Sie jetzt mal so einen konkreten Fall sich vor Augen führen mit so einer Gallenblasen-OP, da kommt einer mit einem Stein an, Sie behandeln ihn in seinem Energiekörper, hat der dann hinterher keinen Stein mehr drin oder ist der dann, merkt er ihn einfach nicht mehr? Es geht nicht darum, die Morphologie sofort zu ändern. Es geht darum, die energetische Potenz dieser Gallensteine zu verändern. Das heißt, das Ziel besteht darin, dass er die Beschwerden, die er von dem Gallenstein hat, nicht mehr haben soll. Also er soll keine Schmerzen mehr haben, er soll keine Koliken mehr haben. Das ist das eigentliche Ziel der Behandlung. Man stellt aber fest, wenn man die Patienten nachuntersucht, beispielsweise nach einem halben Jahr nochmals Ultraschallgerät auf die Gallenblase draufsetzt, dass tatsächlich der Stein verschwunden ist. Ich habe auch in einem Buch beispielsweise, ist ein beeindruckender Fall auch dokumentiert, eines Patienten mit einer Zyste im Bereich der Wirbelsäule an einem Facettengelenk, das sind die kleinen Gelenke zwischen den Wirbeln. Und er kam da mit einer ganz großen Facettengelenkszyste, die nach innen wuchs und die das Rückenmark bereits zur Hälfte komprimierte. Und der Patient drohte, einen Querschnitt zu bekommen über längere Zeit. Und er war eben so dumm, blöd gelegen in diesem Wirbelkanal, dass man sich da nicht recht hingetraut hat. Und der kam dann in die aurachirurgische Behandlung und man hat dann, oder ich habe dann die Zyste anhand des Atlas oder des Originalbilds, sowas. Er hat also diese Kernspintomographieaufnahme von sich mitgebracht und da kann man immer am besten dran operieren. Das mache ich also immer gern, wenn einer einen Befund mitbringt, dass ich das Bild direkt nehme und am Bild dann operiere. Man schneidet dann die Zyste raus, man zieht die Zysteninhalte ab, man brennt quasi die Zystenkammerwand aus mit einem Laser. Und der konnte dann noch in der laufenden Sitzung plötzlich sich wieder schmerzfrei bewegen, was er vorher jahrelang nicht konnte. Und das ist auch eines dieser ganz besonderen Aspekte der Aurachirurgie, dass der Therapieerfolg eben typischerweise in der laufenden Behandlungssitzung bereits eintritt. Das ist etwas, was ich aus meiner früheren Tätigkeit eben nicht kenne. Da sagt man, nehmen Sie die und die Tablette und dann kommen Sie in 3 Wochen wieder und dann schauen wir, ob es was gebracht hat. In dem Fall ist es so, die in der laufenden Sitzung haben die ihre Erfolgserlebnisse. Das ist immer auch ganz wichtig, weil wenn das nicht geschieht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auf Dauer dann auch nicht funktioniert. Und in dem Fall wurde der danach kontrolliert. Ein halbes Jahr später hat er nochmal eine MRT-Aufnahme, also eine Kernspintomographie-Aufnahme machen lassen. Die Zyste ist komplett verschwunden. Und das ist eben interessant, weil diese Zysten sehr hartnäckig sind und typischerweise eben ohne Operation nicht beherrschbar. Der Radiologe hat ihn dann auch gefragt, aha, Sie haben sich also operieren lassen. Und er hat gesagt, ja, aurachirurgisch. Und dann hat er bloß abgewunken und hat gesagt, mit sowas will er nichts zu tun haben. Aber kennen Sie solche Reaktionen? So ist es gelaufen. Ist das eine normale Reaktion von einem Kollegen von Ihnen? Von vielen, von vielen. Aber es sind auch, wie gesagt, viele Ärzte inzwischen auch in den Seminaren, die wir da in Romanshorn in der Schweiz abhalten, weil halt viele irgendwie den Eindruck haben, dass es so, wie es die Denkweise gegenwärtig ist, die ja sehr morphologieorientiert ist, also der Mensch quasi als rein organisches Wesen,
dass es das eben nicht trifft. Und das ist eben auch meine tiefe Überzeugung, der Mensch ist eben weniger ein organisch-morphologisches als ein vielmehr geistig-seelisches Konstrukt. Und jede Krankheit, wenn man nur tief genug hineingeht, findet man in der Regel immer seelische Ursachen für Krankheiten. Ist das vielleicht der große Denkfehler in unserer Zeit, dass man uns als reine Reizreaktionsmaschinen anschaut, die keinen seelischen Anteil haben? Naja, das ist halt eine letztlich Konsequenz aus der Wissenschaftshistorie. Wir sind gerade im Westen natürlich sehr stark techniklastig und haben eine hohe Faszination für all diese Themen, und diese bildgebenden Verfahren sind brillant und man kriegt damit letztlich alles zu sehen. Aber auf der geistig-seelischen Ebene ist es eben schwierig, da lässt sich nichts messen wirklich. Mhm. Und mit diesen Bioresonanzsystemen kommt man jetzt plötzlich in die Situation, dass man da tatsächlich auch messen kann. Und dass man beispielsweise auch die Therapieerfolge messen kann. Aber es ist ein Umdenken. Es ist also weg von dieser morphologisch-organisch orientierten Denke. Es ist auch die Abkehr von dieser bisher sehr stark chemisch-physikalischen Denke in der Medizin hin zu eben zu einer energetisch-informatorischen Ebene. Mhm. Und da ist die Arbeitsweise eben gänzlich anders. Da ist es eben nicht so Morphologie orientiert, sondern da ist es eben die emotional-intuitive Ebene, auf der ich mich einem Patienten nähere, gleichzeitig aber durchaus in der Aurachirurgie sehr mechanistisch arbeite. Also quasi ein regelrechtes Paradoxon, aber höchst wirksam. Sie haben in Ihrem Artikel geschrieben in der Raum und Zeit, dass diese Operationen, wie Sie auch gesagt haben, schon, dass die eben unblutig stattfinden, nicht invasiv und ohne Berührung, aber Sie machen eine Umprogrammierung der Zellstrukturen, also das Zellbewusstsein wird umprogrammiert. Genau. Ist das Teil dieser quantenphysischen Effekte, was da passiert? Also das sind ja die großen Quantenphysiker wie Heisenberg beispielsweise, beschreiben ja, dass wir in einem globalen Bewusstseinsfeld leben. Also das ist auch wiederum ein großer Unterscheidungsaspekt gegenüber dem, was die Hirnforschung heute uns glauben macht, dass Bewusstsein quasi das Edukt einer neuronalen Tätigkeit sei. Also der Mensch hat ein Gehirn und er fängt an zu denken und entwickelt damit ein Bewusstsein. Das ist meines Erachtens ein gravierender Denkfehler. Bewusstsein findet nicht innerhalb eines Gehirns oder als ein Produkt der Gehirnaktivität statt, sondern Bewusstsein ist etwas, was uns alle hier umgibt, mit dem wir gegenwärtig auch vernetzt sind. Und das ist das eigentliche Bewusstsein. Und da sind auch alle Zellstrukturen, alle Zellen sind in dieses globale Bewusstsein eingebunden. Das ist auch etwas, wenn mich eine Schulmedizin sagen würde, eine Zelle hätte ein Bewusstsein, das ist etwas, sowas gibt es nicht. Also da wäre Bewusstsein nur auf das Gehirn lokalisiert, aber nicht auf jede Zelle beispielsweise. Wenn ich es nach quantenphysikalischer Herangehensweise bewerte, dann ist es sehr wohl so, dass eben jede Zelle, jedes Organ quasi innerhalb dieses Bewusstseinsfeld lebt und dass ich dann entsprechend über eigene Energien, die ich entwickle, über meine Methoden der Aurachirurgie eben sehr wohl an dieses Bewusstsein herankomme und eine gewisse Umprogrammierung auch da stattfinden kann. Ich finde es höchst spannend, wirklich, weil ich habe mich mit dem Thema auch schon öfters mal beschäftigt, noch nie so intensiv jetzt. Im Fernsehen sieht man oft irgendwelche Berichte, die dann wieder philippinische Geistheiler überführt haben, dass das alles nur Schwindler sind und so weiter. Aber jetzt setzen Sie hier als knallharter Physiker, will ich mal sagen, als Mensch, der ja durch das ganze System ausgebildet worden ist, und machen ein Fenster auf in eine ganz neue Zeit. Also das finde ich höchst spannend. Und die letzte Frage, die ich jetzt an Sie eigentlich nur noch habe, ist, was müsste jetzt eigentlich passieren, dass Ihre Kollegen in den Lehranstalten und in den Unikliniken und halt einfach dort, wo es wichtig ist, dass die jetzt anfangen, ihren Geist selber aufzumachen? Sie leben das als Beispiel vor, Sie haben viele Patienten schon geheilt, aber was wäre jetzt für unsere Gesellschaft wichtig, dass wir erkennen, wow, das ist vielleicht ein Weg, den wir bis jetzt noch zu wenig gegangen sind? Also ich bin ja nicht derjenige, der das jetzt hier öffnet, sondern es ist so, das haben ja große Leute schon lange gesagt, dass das mal so kommen wird. Also einer, den ich ja sehr verehre, ist der Carl Gustav Jung, der Schweizer Psychiater,
der letztlich genau das beschrieben hat und gesagt hat, es wird auch so kommen, dass das auf dieser geistigen Ebene stattfinden wird, dass diese Behandlungen auf geistiger Ebene stattfinden werden. Sehr beeindruckend, wenn man seine Schriften liest. Es gibt da fantastische Zitate von ihm. Und dass der das quasi in einer Zeit schon vorausgesehen hat, über diese Bewusstseinssituation und dass man da eingebunden ist, obwohl er damit in der Weise ja mit diesen Messsystemen, das stand damals nicht zur Debatte. Aber er hat es sehr genau vorausgesagt, dass das so kommen wird. Sind wir da auf einem guten Weg schon? Gibt es noch viel Gegenwind? Es gibt viele Leute, die sich inzwischen in diese Richtung bewegen. Das sehen wir am Interesse bei den Seminaren. Man sieht es auch, wenn man so in den Publikationen liest, dass doch sehr viele Leute sich inzwischen eben fragen, ist dieser ökonomisch orientierte klassische Weg, dieser morphologische Weg tatsächlich der richtige? Kommen wir tatsächlich zu der Erkenntnis, indem wir immer wieder weiter noch in die Tiefe hineinbohren und schauen, irgendwelche chemischen Strukturen analysieren, um da irgendwann tatsächlich eine Lösung zu bekommen? Oder spielt das Ganze nicht eben auf einer ganz anderen Ebene statt? Vielleicht noch ganz kurz dazu, also die chemische Denkweise, die ja heute quasi als die Grundlage des Lebens beschrieben wird und was man auch im Studium eben lernt, Biochemie etc., ist eben nur das Wie findet sowas statt. Aber es ist nicht das Was, was dahinter steht. Das heißt, was ist der eigentliche Impuls, der diese Reaktionskaskade auf chemischer Basis überhaupt zum Laufen bringt? Und dieses Was ist letztlich genau das, was uns treibt, was wir versuchen rauszubekommen. Und wenn man das dann entsprechend auch umprogrammiert, führt es dann plötzlich dazu, dass diese ganze Reaktionskaskade dann nachher in sich zusammenfällt. Das heißt, sie ist nicht mehr wirksam. Ich kann den Leuten beispielsweise ganz simpel einen Strick am Hals abschneiden oder ich kann sie in der Aura operieren, setze damit einen energetischen Impuls und dann verschwinden plötzlich alle mit diesem karmischen Muster beispielsweise verbundenen Symptome von selbst. Ich bin restlos begeistert von diesem Thema. Freut mich, danke. Ja, also vielen, vielen Dank, Dr. Kühnlein. Also danke, dass Sie uns so tief haben reinschauen lassen in das neue Feld der Aurachirurgie. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viele erfolgreiche Jahre in dieser Arbeit. Danke. Und viele Patienten, die bei Ihnen hoffentlich die Heilung finden oder die Lösung finden für ihre Probleme, die sie woanders einfach nicht gefunden haben. Ich danke für das schöne Gespräch. Danke auch, ja. Und liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Interesse am Studio Talk von der Raum und Zeit. Und wenn Sie das Thema weiter verfolgen wollen, es gibt also nicht nur das Einführungsbuch, sondern auch das große Lehrbuch. Da können Sie dann Ihr Wissen noch weiter vertiefen zu diesem Thema. Ich sage nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn Sie wieder reinschauen hier beim Raum und Zeit Studio Talk. Bis dahin, alles Gute.